So, dritter Teil. Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir haben schon einiges gesehen innerhalb dieser Burg, dieser Festung. Mit einigen Paladinen und Rittern gesprochen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier ist alles okay. Ja, was habe ich dazu zu sagen zu diesem Spiel? Es macht Spaß, es macht Spaß, so die Details wieder zu sehen und gerade durch den neuen DX11-Renderer, den ich benutze mit 17.6 hier jetzt gerade eingeladen vom Januar 2018, natürlich cool. Ja, ich stehe im Regen. Ja, Wenn ihr da von wollen mir was wir nicht gewusst, nicht. Haben wir keinen Regenschirm hier? die Probleme habe ich kommen sehen. Ja, dann gucken wir mal. Ich hätte Wir das anders können gemacht. nur ab. Okidoki. Schauen wir mal. Ich habe so einiges gehört. Hier gegenüber ist ein Schmiedchen. So, der hat auch alle. Der ist auch im Trockenen, das finde ich gut. Das ist der. Den hat man doch Hey schon du! gesprochen. Cool. Okay. Das meine ich mit Action. Da wird hin und her gelaufen. Da stehen sie nicht immer nur statisch an einem Punkt. Das ist cool. Ah, Hammer. Soll ich jetzt? Nehmen wir mal was Rohstelge. Heimische. Na gut, okay. Naja, wenn er mir was beibringt, brauche ich aber Lehrmaterial, ne? Lehrmaterial. Waffenbündel, okay. Dinge, Hammer. Truhe ist die. Ne, die ist verschlossen. Da kann ich bestimmt noch nicht knacken. Schauen wir mal erstmal, was wir im Inventar haben. Na, Fischsuppe. Nee, Quatsch. Dampfende Fleischsuppe. Ach ja, da war so ein Büchlein. Das Buch des Wissens. Verstehe. Verstehe. Sehr gut. Dann haben wir hier Marbots Pfeife. Die Quest wird sicherlich noch kommen. Schauen wir mal. Und hier haben wir schon mal vergessen. Ach ja, das war die von der ganz. Das war ja das aus der allerersten Szene. Aus meiner Truhe. Gut. Okay, da. Ja, nicht hinschmeißen, du Heinz. Das ist Essen. Schmeißt man nicht weg, ne? Gut. Theodor könnte mir was beibringen. Kriegen wir aber nicht. Was lockt uns hier? Erstmal da, wo erstmal. Ein trockenes Dach über dem Kopf ist. Ah, jetzt kriege ich wieder was. Das ist nur ein Rekrut. Jetzt kriege ich wieder irgend so eine Idee. Da war nämlich irgendwas, was man da machen muss. Wie geht's denn da weiter? Alter, guck dir dieses Sauwetter an! Das ist doch nicht mehr zu. Das ist doch nicht mal feierlich hier. Schlimm. Draußen ist noch immer kalt. Wir haben Sommeranfang. Nee, Quatsch, Frühlingsanfang. Aber Sommerzeit wird umgestellt. Ja, toll. Dieses Wochenende. Blub. Beziehungsweise letztes Wochenende, wenn ich dann nämlich hier online gehe. Ah! Well. Wasser? Ach, da ist dieser berühmte Brunnen. Das fand ich auch mal geil. Gucken, ob der noch seine Funktion behalten hat. Ja, wieso nicht, ne? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. So, bleib ich hier in der Mauer kleben. Okay, da steht zwar einer, aber ich gehe immer erstmal außen rum. Was ist hier zu sehen? Was ist zu holen? Das ist ja ein Scheißwetter jetzt. Das fängt ja gut an. Ah, die Sonne kommt ein bisschen durch. Ah ja, hier sind immer schöne Verstecke. Ja, da war was. Armbrustschießen, leider. Nicht jeder kann's. Hä? Das kenne ich nicht. Gucken. Armbrust schießen. Nicht jeder kann's. Ist das ein Buch? Sehr geil. Die Armbrust. Kapitel 1. Armbrust schießen ist nicht jedermanns Sache. Wer nicht die nötige Kraft oder das nötige Geschick dazu hat, sollte es einfach lassen. Und lieber mit dem Bogen schießen. Allein schon eine Armbrust zu spannen, erfordert eine entsprechende Stärke. Ist das erreicht? Bedarf es noch eines sicheren Auges, um überhaupt das Ziel treffen zu können. Unbewegliche Gegenstände sollte man als Anfänger schon mal treffen können. Wer das nicht kann, wird niemals die wahre Kunst des Armbrustschießens lernen. Nämlich ein schnell bewegendes Objekt zu treffen. Ja, sorry. Ich bin
Musste gerade eben gucken. Die Krönung der Kunst ist allerdings auch, einen Vogel im Flug zu treffen. Nur wer das kann, taugt zu einem richtigen Schützen. Wer es nicht kann, soll es lassen. Wilhelm von Prell. Aha. Wer auch immer dieser Wilhelm von Prell ist. Ah! Wilhelm Tell! Leute, geil. Wilhelm von Prell. Sehr gut, sehr gut. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ich freue mich. Es ist trocken. Die Leute üben. Da oben steht einer. Ah, guck mal. Ja, richtig geil. Holy Goats. Er trinkt im Sonnenaufgang. Ja, okay. Wollen wir mal einmal hier dieser schönen Modifikation weiter lauschen, spielen. Herrjemini, was haben wir denn hier alles? Wassereimer. Ah, Wassereimer. Die Klinge zum Härten. Okay. Achso, ich habe Rohstahl. Ich habe ja glühenden Rohstahl eingepackt, deswegen wird wahrscheinlich die Geschichte... Ach, ich kann hier rein. Wird wahrscheinlich das gegriffen haben mit dem Rohstahl. Okay, hier haben wir wieder schöne Ecken, wo bestimmt was versteckt ist. Ne, ist was versteckt? Nein, nichts versteckt. Doch, da, da. Spitzhacke. Okay. Erzschürfen. Ist schon mal gesichert. So, oder? Guck mal hier ein paar Fässerchen. Ah, jetzt hänge ich hier fest. Super. Okay, weiter. So, da ist hier noch so ein Untergrund. Gucken. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber schauen wir mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich wollte es nicht aussprechen, aber ich dachte mir, da wird bestimmt ein Schlüssel vonnöten sein. Hier da, der war auch vonnöten. Was? Moment mal, da ist ja wieder eine festlich geschmückte Tafel. Aber erstmal gucken, was wir hier haben. Oh nee, ich will erstmal den Ausblick genießen. Leute, Leute, Leute. Die Albatros! Haha! Wie kann man ein Schiff nur nach einer, nach einem Vogel benennen? Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, da hinten, nach hinterm Berg. Ah, das ist schön. Gut aus. Ach, ist das nicht das Dorf? Ja, natürlich. Das Dorf und so. Coole Sache. Ah! Ich bin Romantiker, sorry. Okay, da, okay. Wo geht's runter? Ja, war doch in die richtige Richtung. So. Hier geht's nochmal weiter. Ne, da war noch so ein Typi da. War auch nur ein Waffeknecht. Lit. Okay, hier sind wir hochgekommen. Ja, natürlich. Hier sind wir nicht. Weitergegangen. Und zwar hier entlang. Ja. Machen wir mal hier. Wow. Hat Kirchenfenster. Man sollte ja auch schon mal schließlich die Gebäude hier ehren und wertschätzen. Sehr schön. Okay, erstmal mal gucken, ob nicht irgendwo was ist. So. Womit denn? Sehr gut. Womit denn? Mit einem Stück frohem Fleisch habe ich nur nicht. Hier ist eine Leiter. Wetsche? Theodors Truhe. Moment mal. Mhm. Theodors Truhe. Erzenständer wird mitgenommen. Wein wird mitgenommen. Käse wird mitgenommen. Das ist doch bestimmt Blutwurst, ne? Das sieht doch aus wie Blutwurst. Ich hasse Blutwurst! Boah! Okay. Every day an apple keeps the doctor away. Eine Bürste. Ja, super geil. So, guck mal hier raus. Die Türen sind so schön gemacht. Herrlich. So, hier haben wir ja nochmal irgendwie was zu erforschen. Aha! Ach, da ist Theodor. Hallöchen. Jetzt ist Theodor plötzlich da. Woher war der in der Schmiede? Jetzt ist er irgendwie 1000 Schritte weg. Hammer. Es ist ja wie im richtigen Leben. Ja, wir schreiben das Jahr 2700 noch was. Ja, ich habe gerade eben eine Folge ST
NG gesehen. Okay. Kann ich jetzt hier die Leiter greifen? Nee, kann ich nicht greifen. Die wird nämlich nicht als solche angezeigt. Schade. Toki. Schluppdiwuppdi. Nicht jetzt wieder falsch, oder was? Grütchen? Ey. Einmal einen Rundgang machen, bitte sehr. Dietrich, wieder ein. Habe ich jetzt zwei, hä? Ja, ich habe zwei Dietriche. Brauche ich nur noch das Talent Schlösser knacken. So, ich glaube, wir haben schon mal einen Rundgang gemacht, weil hier ist der Brunnen wieder. Und dann wollen wir runter. Und mal gucken, wer hier unten so ist. Du bist der Bruno. Hey! Gibt es neue Befehle? Nein, Soldat. Im Grunde nicht. Nur eines soll ich euch von Marbot mitteilen. Der Zutritt zur Roten Mine bleibt wegen Verschüttungsgefahr nach wie vor verboten. Na, das ist doch wirklich nichts Neues. Nein, aber es gibt immer noch ein paar Dummköpfe, die da gerne nach Gold suchen würden. Dabei ist dort schon seit Jahren nichts mehr zu holen. Rote Mine. Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg wird von Tag zu Tag schlechter. Ihr Waffenknechte lungert immer häufiger ohne sinnvolle Beschäftigung herum. Keiner sieht mehr ein, ordnungsgemäß seinen Dienst zu versehen. Daher habe ich mich entschlossen, härter durchzugreifen. Die Wachdienstzeiten werden ab jetzt für jeden Mann verdoppelt. Das gilt auch für dich, Waffenknecht Roland. Verstanden? Wie sieht es mit Ausbildung aus, Burghauptmann? Kein Problem. Ich kann dich jederzeit im Einhandkampf und im Armbrustschießen ausbilden. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du stärker und geschickter wirst. Nur im Zweihandkampf kann dich weder ich noch ein anderer ausbilden. Das ist hier auf Athanos alleine den Paladinen vorenthalten. Okay. Warum dürfen auf Athanos nur die Paladine im Zweihandkampf ausgebildet werden? Das ist doch nicht überall so. Das hat Marbot so befohlen. Er ist der Meinung, dass die Waffenknechte in der Praxis ohnehin nur die Einhandwaffe verwenden. Den Zweihandkampf unterrichtet in der Burg nur Herbrand. Der hat schon genug damit zu tun, seine Ritter auszubilden. Deshalb. Aber alles andere kannst du, wie ich schon gesagt habe, bei mir lernen. Sag mir einfach, wo drin du ausgebildet werden willst, und dann geht es los. Aber nicht ohne Lernpunkte. Herbrand, sehr geil. Einfach nur FGH. Okay, nach dem G kommt H von Gerbrand zu Herbrand. Auch cool. Und sonst noch irgendwelche Neuigkeiten? Ich würde gerne etwas über den Alchemisten erfahren. Wann habe ich Grundausbildung beendet? Das ist mal cool. Wann habe ich die Grundausbildung beendet? Das interessiert mich. Wenn du deine Fähigkeiten im Einhandkampf und im Armbrustschießen um jeweils 10% verbessert hast, sowie deine Stärke und dein Geschick verdreifacht hast, bist du deinem Ziel schon ein ganzes Stück näher gekommen. Näher? Das heißt, das reicht noch nicht? Du brauchst für deine Grundausbildung theoretische Kenntnisse. Praxis allein genügt nicht. Es gibt auf Athanos verschiedene Bücher, die dir zu dem jeweiligen Thema eine Menge sagen können. Lies die Bücher über Einhandkampf, Armbrustschießen, Stärke und Geschick. Wenn du Theorie und Praxis beherrschst, wird deine Grundausbildung beendet sein und du kannst den Rock der Waffenknechte tragen. Und wo finde ich diese Bücher? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Seit der letzten Grundausbildung ist eine Menge Zeit verflossen. Du musst sie leider suchen. Tut mir leid. Und wenn es die Bücher oder zumindest eins davon nicht mehr gibt? Also, das glaube ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere Soldat sich ein Buch angeeignet, aber verschwunden wird wohl keins sein. Na, Kopf hoch. Du wirst sie schon finden. Ah,
Ah, ja. Ich würde gerne etwas über den Alchemisten erfahren, Burghauptmann. Über den? Nee, nee, lass mal. Über den kann ich dir überhaupt nichts sagen. Ralf aber sagte mir, dass er schon einige Male bei ihm war. Das ist richtig. Wenn uns die Heil- oder Mana-Tränke ausgehen, muss ich bei ihm welche holen. Glaub aber ja nicht, dass ich mich dann mit dem Mann lange unterhalte. Ich bin da schnell wieder weg. Ansonsten habe ich keinen Umgang mit ihm. Die einzigen, die mehr mit ihm zu tun haben, sind Marbot, Oliver und Herbrand. Sprich daher mit diesen, wenn du mehr über den Alchemisten erfahren willst. Aber vielleicht sollte man sich besser gar nicht über ihn erkundigen. Vor einiger Zeit war Herbert genauso neugierig wie du. Irgendwie muss das der Alchemist mitbekommen haben. Wie soll er denn davon mitbekommen haben? Ich denke, er verlässt so gut wie nie seine Stube. Tja, wenn man das wüsste. Aber eins ist sicher, der kann sicher noch mehr als nur Alchemie. Diese verdächtigen Geräusche in der Nacht sind doch richtig unheimlich. Also, was war jetzt mit Herbert? Nachdem sich Herbert über Sejan erkundigen wollte, war diesem plötzlich furchtbar schlecht. Fürchterliche Bauchschmerzen hatte der. Und das 3 Tage lang. Ist das nicht komisch? Na, vielleicht hatte Herbert nur zu viel oder zu hastig gegessen. Nee, nee. Das hängt bestimmt mit dem Alchemisten zusammen. Aber jetzt sollten wir nicht länger über ihn reden. Herrlich. Synchronsprecher sind herrlich. Bildet mich im einen. Ich will von euch Armbrust schießen lernen. Gut, okay. Da ich will stärker und geschickter werden. Okay. Die Hints waren okay. Oh ja, versunkene Flotte. In dieser Chronik wird von einer Seeschlacht von Athanos erzählt. Leider erfährt man keine Details. Man müsste jemanden finden, der diese Schlacht mitgemacht hat. Aber ob es überhaupt jemanden gibt? Ja, der Alchemist. Der Alchemist. Ralf hörte in letzter Zeit wieder merkwürdige Geräusche vom unteren Turmgeschoss, wo der Alchemist Sayan wohnt. Ein seltsamer Bursche, dieser Sayan. Nur wenige aus der Burg haben bisher mit ihm sprechen können. Da der Alchemist nur ganz selten sein Zimmer verlässt, lediglich die Anführer der Paladine, Marbot, Oliver und Herbrand, verkehren häufiger mit ihm. Auch der Burghauptmann Bruno besucht Sayan zuweilen. Irgendein Geheimnis scheint diesen Sayan zu umgeben. Was aber sind das nun für seltsame Geräusche aus seinem Zimmer, die jede Nacht und Mitternacht beginnen? Aha, okay. Der eine klagt über Banzen? Vielleicht ist es ja... Auch Bruno hörte die merkwürdigen Geräusche im Rundturmgeschoss. Zuweilen holt er Heil- und Mana-Tränke von dem Alchemisten Sayan. Er scheint aber auch Angst vor Sayan zu haben. Er glaubt sogar, dass dieser hört etwas... über andere, dass dieser hört, was andere über ihn sagen, obwohl er nicht in dieser Nähe in der Nähe der Sprechenden ist. Der Soldat Herbert hatte kurz, nachdem er über Sayan erkundigt hatte, furchtbare Bauchschmerzen. Naja, ich finde, dass dieses ziemlich an den Haaren herbeigezogen ist. Trotzdem sollte ich mal auch Marbot, Oliver und Herbrand über Sayan befragen. Okidoki. Wissen wir schon mal Bescheid. Neulich draußen aus Vengard. Das Kriegsschiff Albatros kommt aus Vengard Reib und ich würden zu gerne wissen, ob es belagerte Stadt noch halten kann. Okidoki, geheimes Reiseziel, Leute. Im Hafen von Athanos ist das königliche Kriegsschiff Albatros vor Anker gegangen. Doch niemand darf an Bord. Der Zutritt ist streng verboten und keiner weiß, warum die Albatros vor Anker gegangen ist und was ihr nächstes Ziel ist. Das Horn des Schattenläufers. Um ein besonderes Schwert zu schmieden, benötigt der Schmied Theodor das Horn eines Schattenläufers. Einen Schattenläufer aber hat man bisher auf Athanos noch nicht gesehen. Na klar, das wird lustig. Reim und Schlaf, das wissen wir auch. Okidoki. Gut, das war eine Folge, wie wir hier sämtliche Tagebucheinträge vorgelesen haben. Gibt es hier die Möglichkeit, irgendwo zu übernachten, weil es mir zu dunkel ist hier? Gut, dann gehen wir mal wieder in die große Halle rein. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ingolf. Ingolf. Ja, es knistert hier. Oh, jetzt muss ich mich wieder orientieren. Ach, schau mal. Wenzel. Ah, ich spreche mal Wenzel an. Mal gucken. Na, Wenzel, wie geht es dir?
Gut, mein Junge, gut. Danke für die Nachfrage. Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Auch wenn ich schon über 40 Jahre lang im Dienst des Königs stehe. Sag mal, Wenzel, willst du nicht mal langsam in den Ruhestand gehen? Was? Ruhestand? Glaubst du etwa, dass ich meinen Aufgaben nicht mehr gewachsen bin? Nein, nein, so war das nicht gemeint. So, und wie war das bitte schön dann gemeint? Ganz einfach. Du hast lang genug dem König gedient. Jetzt solltest du mal an dich denken. An mich denken? Und was soll ich deiner Meinung nach im Ruhestand tun? Im Sessel sitzen und faulenzen? Warum nicht? Was ist daran so schlimm? Das kann ich dir sagen. Ich habe keine Lust, abgeschoben zu werden. Jetzt rege dich nicht so auf. Du weißt genau, dass ich es nicht böse gemeint habe. Tut mir leid. War nicht so gemeint, mein Junge. Aber es regt mich nur mal auf, wenn ich darauf angesprochen werde. Solange ich noch im Dienst bin, werde ich gebraucht. Aber danach, dann gehöre ich zum alten Eisen und werde vergessen. Toll. Nein, nein, Roland. Solange ich noch kann, werde ich den Waffenrock nicht ausziehen. Na schön, Wenzel. Es ist allein deine Entscheidung. Aber du solltest mal darüber nachdenken. Vielleicht hast du recht. Ihr Jüngere nehmt mich ja sowieso nicht mehr für voll. Meine Erfahrungen, meine Erlebnisse interessieren sowieso keinen mehr. Und Herbert meinte noch vorhin, dass ihm mein dummes Geschwätz nerve und ich endlich verschwinden soll. Tja, vielleicht sollte ich das wirklich tun. Jetzt reiß dich mal zusammen, ja. Wenzel. Ich glaube nicht, dass die anderen so schlecht von dir denken. Und Herbert, der hat doch nichts in der Birne. Den solltest du wirklich nicht ernst nehmen. Danke, dass du mich trösten willst, Roland. Aber du weißt, dass ich recht habe. Reden wir nicht mehr darüber. So, na. Es ist ein echt trauriger Kerl. Aber wie im echten Leben. Die alten Leute, die zählen nichts mehr. Aber mal gucken, ob wir was über den Alchemisten herausfinden, ne? Kannst du mir vielleicht etwas über den Alchemisten erzählen? Was soll ich dir von dem berichten, Roland? Aber den weiß doch niemand etwas. Hast du ihn denn niemals zu Gesicht bekommen? Doch, wo du es jetzt sagst. Einmal habe ich ihn gesehen. Er suchte mal im Wald nach irgendwelchen Kräutern. Seltsam. Ich dachte immer, dass er sich diese stets bringen lässt. Das stimmt. Darum hat mich das selbst auch sehr überrascht. Was hat er getan, als er dich erblickt hatte? Er hat einen gewaltigen Schreck bekommen, als er mich gesehen hatte. Er murmelte etwas in sein Bart und machte sich mit eiligen Schritten davon. Aber das ist schon einige Jahre her. Wann war das denn nochmal? Unser alter Kommandant Lord Sintram hat auf jeden Fall nicht mehr gelebt. Da hatte schon mal Bot das Kommando. Muss also ungefähr vor 7 oder 8 Jahren gewesen sein. Oder war es erst vor 2 Jahren? Tja. Der alte Lord Sintram, tja, das war wirklich noch ein sehr fähiger Offizier. Er war derjenige gewesen, der unsere Verteidigungsmöglichkeiten deutlich verbesserte. Er hat nämlich... Also im Moment würde ich viel lieber etwas über den Alchemisten als über Lord Sintram erfahren. Na gut, aber halt. Jetzt, wo wir von Cyan, dem Alchemisten, sprechen, fällt mir noch etwas auf. Ich bin ganz Ohr. Als ich Cyan im Wald endlich mal zu Gesicht bekommen hatte, schien es mir, als ob ich ihn schon von früher her kennen würde. Wie? Du hast den Alchemisten schon früher einmal gesehen? Wo und wann? Das weiß ich eben nicht. Ich habe mir jahrelang das Gehirn zermartert, wo ich dieses Gesicht schon mal gesehen habe. Aber es fällt mir einfach nicht ein. Tut mir leid. Auch sein Name sagt mir nichts. Nur eins weiß ich seltsamerweise ganz sicher. Was? Dass er damals kein Alchemist gewesen war. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas ist mit dem Kerl. Irgendwas. Okay. Ach, der arme Wenzel. Na, den kriegen wir schon irgendwie unter.
Ja, Wollinger, Torbachel, Ingolf, ja, von da sind wir gekommen, oder? Ja. Wieder dunkel, dunkel, dunkel. Schauen wir mal, ob wir im Dunkeln schlechter munkeln. Okay, und zwar hiermit. Ne, machen wir es doch mal so. So, dann haben wir diesen schönen Brunnen. Ja, den kann man sogar irgendwie machen. Ich will aber hier rein. Erstmal will ich ins Bett. Wie spät haben wir es eigentlich schon? So spät. Wer bist denn du? Flint. Ja. Hallo Flint. Na, alles klar? Hallo Roland. Warum sollte nicht alles klar sein? Mir geht es soweit gut. Ach, übrigens, da fällt mir ein. Wenn man dich wieder mal zur Nachtwache einsetzen will, dann sag ruhig dem guten Flint Bescheid. Du weißt ja, dass ich gerne jeden Nachtdienst übernehme. Ist überhaupt kein Problem für mich. Danke, Flint. Zumindest gibt es einen, den dieser blöde Wachdienstplan nicht aufregt. Stimmt, Roland. Für einen Nachtmenschen wie mich ist dieser Wachdienstplan geradezu ideal. Okay. Warum machst du eigentlich so gerne Nachtdienst, Flint? Das kann ich dir gerne sagen, Roland. Die Nacht ist so still und friedlich. Da kann man in Ruhe seinen Gedanken nachhängen. Keiner stört einen belästigen Befehl. Und nach meiner Wache am frühen Morgen kann ich mich dann in Ruhe schlafen legen, wenn ihr alle früh zum Dienst antreten müsst. Daher ist der Nachtdienst am Tor für mich das Schönste, was es gibt. Okay, da wissen wir schon mal ganz genau, dass wir den hier nehmen können. Also ihm irgendwelche Dienste aufproben. Weiß ich mal. Rekrut. Rekrut, was hängt denn hier? Das Efeu. Gibtes, was ist, haben wir denn hier? Gucken wir mal, das ist ein Bäumchen. Ah, Bosch. Ah, ich sehe Wein und Dietrich hier. Dietrich, Wein. Irgendwas Besonderes hier? Nö. Ja, okay. Das will doch keiner wissen. Hier haben wir auch eine schöne Ecke. Glaubst du wirklich? Das kann doch nicht wahr sein. Ich grillen? Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich höre Grillen. Nee, die grillen nicht. Ich riech nix. Ah, sehr gut. Na, seine Musik fehlt? Sorry mal, ich muss mal gucken, ob die Musik fehlt. Irgendwie, fehlt mir Musik. Ja, Musik ist da. Gar nicht mal so unschlecht. Ja! Beziehungsweise, ich hab's ja nicht abgestellt, die Musik. Oder ist das jetzt die Musik? Weiß ich nicht. Ach ja, jetzt dieser reich gedeckte Tisch. Milch, Brat, Schinde, Apfel, Auskamm. Okay, ein paar Zielscheiben für die. Hebe ich später auf. Bolzen brauche ich nicht. Es gab ja noch einen Raum mit sehr, sehr vielen Büchern, wo ich mal gucken sollte. Erfahrung plus 10, die Verteidigung der Insel. Sollte die Insel Athanos vom Feinden bedroht werden, empfiehlt es sich zunächst, den Hafen zu verteidigen. Wenn dieser in die Hand des Gegners fällt, bleibt nur noch der Rückzug in die Burg. Die Mauern der Festung sind zwar dick und auch das Tor wird in einem Angriff lange standhalten können. Doch kann der Feind die Besatzung der Burg aushungern, wenn diese versäumt hat, für genügend Nahrung zu sorgen, um einen Belagerung, jetzt geht irgendwo die Tür auf, für genügend Nahrung zu sorgen, um einer Belagerung standzuhalten. Für Wasser hingegen muss nicht gesorgt werden, da der Brunnen am Burghof ausreicht, um die Burgbesatzung zu versorgen. Lord Sintram, das finde ich gut. Oh, Lordche. Ah, da haben wir einen Trank hier. Wo ist der Trank? Der ist hier. Essenz frei. Ist hier irgendeiner? Nee. Dreckiger Dieb! Ja, warte!
Scheiße. Ich warne dich. Versuch das nicht nochmal, du dreckiger Dieb. Mist, da war doch einer. Ja, gut, okay. Ich soll meine Strafe erhalten. Sehe ich nämlich so. Okay, machen wir jetzt Schluss für den dritten Teil. Und, wie schon gesagt, Diebe müssen bestraft werden. Bis zum nächsten Mal beim vierten Teil. Daumen hoch, follow me und in diesem Sinne, für den König.